Wir feiern 50 Jahre DGPREC und laden Sie ein zum Jubiläumskongress hier nach Bochum im Herzen des Ruhrgebiets. So vielseitig wie das Ruhrgebiet ist auch die plastische Chirurgie. Daher freuen wir uns mit Ihnen, nicht nur neueste Erfahrungen auf dem Gebiet der rekonstruktiven Chirurgie, hier insbesondere der Brust-, Tumor- und Traumachirurgie auszutauschen, sondern auch das weite Feld der Ästhetik zu beleuchten. Führende Arbeitsgruppen präsentieren uns während der drei Kongresstage neueste Ergebnisse und Perspektiven aus der aktuellen klinischen und experimentellen Forschung. Im Rahmen eines Videosymposiums teilen anerkannte Experten ihre langjährige klinische Erfahrung, veranschaulichen operative Techniken und zeigen persönliche Tipps und Tricks aus dem OP-Saal. Wir freuen uns auf zahlreiche Beiträge aus dem Bereich der Handchirurgie. Hierbei liegt der Schwerpunkt auf moderner Endo- und Exoprothetik, Osteosyntheseverfahren sowie dem distalen Radiolnagelenk. Philipp Blondel, Marc Garcia Elias, Per Heden, JP Hong und viele weitere werden in internationalen Sitzungen mit uns gemeinsam Errungenschaften der Vergangenheit und Strategien für die Zukunft diskutieren. Hier genau hinter mir wurde am 16. Oktober 1968 um 13 Uhr unsere Fachgesellschaft gegründet. Mit über 400 Beiträgen in 55 Sitzungen, der Diefenbach-Medaille für Herrn Professor Steinau und einem Vortrag zur Historie unserer Gesellschaft durch Professor Müller haben wir sicher ein interessantes Programm für Sie zusammengestellt. Unser 1968 gegründetes Brandverletztenzentrum ist das älteste seiner Art und eines der größten in Deutschland. Unser Kongress vertieft wissenschaftliche Grundlagen und klinische Aspekte der Versorgung von kindlichen und erwachsenen Schwerstbrandverletzten. Kommen Sie nach Bochum und lassen sich dieses wichtige Ereignis nicht entgehen.